diese Penis-Gesichter. Alter, 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 Alter! Was soll ich mit dem General? Da gab's da gar keinen General. Beim Bogenschützen kommandieren. Kommandieren. Kampagne 1! Zum Angriff! Was ist denn da? Die laufen immer noch weg. Ich habe eine bessere Taktik, die nennt sich, kommt einfach zum General, da hinten. Siehst du? Die Taktik funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass die Taktik funktioniert. Ich weiß nur, dass die Gegner sich mal gedacht haben, wir kommen wieder zurück. Ach doch, gibt Zeitlimit. Leck dich am Arsch, warum macht ihr das auch mit? Lauf, mach einfach den hier. Und lauf dahin. Siehst du, das haben die jetzt gesehen? Und jetzt. General gefallen. Wow, wow, wow. Boah, nicht unser freundlicher General. Schild dein Leben. Schild dein Leben! Jetzt haben die es wieder versucht anzugreifen, Alter. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, dass wir gewonnen haben. Ich sag ja doch, das ist voll dumm. Meine Taktik hat tatsächlich funktioniert. Das hätte ich nicht gefasst. Hätte ich nicht gedacht. Das waren sogar mehr Männer und besser ausgebildet. So, ich baue alle Feuer aus. Feuer raus. Wir machen jetzt eine Streitkraft, die nennt sich 1. Numero uno. Außer der General. Außer General. Claire Victory! Deine Mutter ist Claire Victory, wie ich die mit 1 Euro gekauft habe. Oh. Meine Güte. Okay, das Heilige Römische Reich kann ich schon mal vergessen. Ja, leider. Nun gut. Ruhig Blut. So, ich glaube, ich habe schon genug aufgenommen. Release, execute, remove. Was nochmal release? Oh, ich vergessen. Execute ist ja töten. Freilassen. Jo. Ah! Genau so mache ich das auch, wenn ich zu einer Prostituierten gehe.
Dann gebe ich ihr die 1-Euro-Stücke, also die Cent-Stücke. Die kosten ja nur 1 Euro. Dann mache ich das auch so und dann. Ah! Oh Mann. Hamburg ist am Arsch. Hamburg ist am Arsch. La 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 la. Hamburg ist am Arsch. Trilalope, Hamburg ist am Arsch. Ich komme mit Polen und greif sie an. Trilalope, Trilalope, ihr habt verloren. Wir haben gewonnen. Yeah. Litauen fuckt mich ab. Ja. Litauen macht die Eier groß. Hat Eier groß. So, wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld habe ich? Okay, das wird meine letzte Runde. Das geht gar nicht klar, was ich gemacht habe. Bin ich gerade am Video zum auf Hochladen? Am Hochladen oder? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Camp sackt. So. Da ist das Heilige Römische Reich und das Heilige Römische Reich hat dicke Eier. Und die greifen mich nur nicht an, weil die dicke Eier haben. Dicke Eier, dicke Eier, dicke Eier, dicke Eier, dicke Eier. Dicke Eiter. I, war. Nein. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das ganz genau herstellen muss. Nicht herstellen, aber wie ich das anstellen soll, muss, soll, kann, werde. Aber ich muss so viel Verstärkung wie nur möglich darunter schicken. Es geht anders nicht. So, wir brauchen ein bisschen Auszeit. Leute. Den immer greife ich jetzt frontal an. Frontal! So. Frontal! Frontal gegen die Eier. So mal. Einen eurer Bürger heiraten? Nein, danke. Was? Habe ich doch nie gesagt. Warum hast du so komische Gedanken? Ja, wenn die Leute das sagen, dann denken die bestimmt sehr lange drüber nach und denken so, ein Bürger heiraten würde ich ja nie machen. Aber würde ich das dann doch machen? Was würde denn ein Prinz sagen? Scheiße sagen. Das ist ein Spion. Cool. Brauche ich. Eine Bürgerin heiraten. Nee, das würde dann so aussehen. Eine Bürgerin heiraten. Bitch, please, Trollface. Das hat doch Stil, oder? Wolltet ihr wirklich mit mir reden? Okay, komm, noch eine Runde mach ich mit. Ich will gucken, was das Heilige Römische Reich macht. Weil das Heilige Römische Reich wirklich die Eier hat, mich anzugreifen. Dann habe ich Probleme. Oh, Halleluja, die gehen weg. Weil die Schiss haben wegen Venedig. Ich finde es gut, dass Venedig seine Eier dahin platziert hat. Okay, nächste Runde ist Hamburg am Arsch. Nee, in 2 Runden. Ey, yo, was geht ab? Ja. Jo. Jo. Ich stehe bestimmt wieder im Minus, aber das ist egal, denn meine Streitmacht ist groß. Ja. Und ich muss wieder 50 Minuten warten, bis ich dran komme. Mein Gott, das ist langweilig. Yeah. Zehn Minuten später passiert immer noch nichts. Und das reimt sich alles gar nicht. Ja. Da ist wieder der Diplomat. Meine Güte, Hamburg ist, hat ja gar keine defensive Haltung hier. Die haben gar nichts. Die hätten die Burg einfach so lassen können. Und sagen können, ja, komm rein. Gehört dir. Wir sind doch Kumpels. Ich und du. Auch wenn ich einen Fehler gemacht habe und Magdeburg angegriffen habe, aber das ist doch egal. Wir sind doch Friends. Best friends forever. Forever, ever, ever. Und ich sag dann never. Und er sagt dann toll. Und ich mach dann Trollface. Meine Güte, das ist langweilig. Ich laber wieder Scheiße, das gibt's gar nicht.
Was ich machen muss, ist gleich was eaten, denn es ist schon spät. Butterfarbentesten muss ich machen. Ah, da kommt der Peniskopf und greift mich wieder an. Aber diesmal lasse ich dem die Zeit und der kann dann ruhig die Burg angreifen, dann hat er eh keine Chance. Die versuchen gerade Hamburg ein bisschen aufzurappeln. Aber meine Streitkraft ist immer noch größer. Was würde ich machen? Ich würde eigentlich dasselbe machen. Weil ich habe da noch Runden, vielleicht könnte ich da noch deffen. Schwer. Ich glaube, Dänemark hat seine ganze Streitmacht von Dänemark aus nach unten geschickt. Und wenn ich nicht das so schnell wie möglich das erobere, dann bin ich sowas von am Arsch. Das könnt ihr glauben. Zehn Minuten später. Oh, oh. 500 geht ja noch. Ich dachte jetzt 5000 oder so. So, Siedlung wird belagert, ist mir egal. So hat meine Freundin auch geschehen, als sie mich gesehen hat, nackt. ist der groß! Naja, ich dachte, er ist normal groß. Klicke da drauf und es passiert nichts. So, wie mache ich das jetzt? Frontal angreifen? So, theoretischerweise müsste ich gewinnen, wenn ihr jetzt sagt, klare Niederlage. Dann boxe ich irgendeinen Entwickler von Total War in die Eier. Gut. Beziehung verschlechtert, deine Mutter hat auch eine Beziehung gehabt. Und als sie mich betrogen hat, ja, da hat meine Beziehung mit ihr sich auch verschlechtert. Wie kann ich noch eins? Ne. Ja, so ähnlich. Der Kardinal sagt, was geht denn mit euch? Hä? So. Wie sieht's da unten aus? Eieiei. Wenn die nächste Runde angreifen, dann save ich und dann mache ich Stopping. Okay, Leute, jetzt ist das die Last Runde. Und die Wette gilt. Ja. Ich glaube, ich habe nur eine Sendung von Gottschalk gesehen. Wir sehen mal von Wetten das. Ich habe bisher nur eine einzige Folge von Wetten das gesehen. Eine. Und das war noch in der Anfangszeit. Das weiß ich noch. Eine einzige. Und dann nie wieder mehr. Dann wurde ich gezwungen, es anzugucken. Als dieser, wie hieß der? Dieser neue Peniskopf. Keine Ahnung, wie der hieß. Ist mir auch egal. Als der Wetten das dann jetzt moderieren soll. Ja, habe ich jetzt auch die Folge gesehen. Das mit da, wo... wie hießen diese Schauspieler? Ich vergesse das immer. Tom Hanks, glaube ich, war das. Tom Hanks und die eine von James Bond. Und die eine nackte von James Bond. Ja. Und ich dachte mir nur so, okay. Das ist echt langweilig. Oh ja, das war ja peinlich. Was wird werden das? Ich frage mich eigentlich, wie viel Geld verlangt der Will Smith, wenn man ihn einladet? Weil er meinte, für jedes Wort soll ihm jemand eine Milliarde zahlen. Oder 10.000 für jedes Wort. Eine Milliarde wäre natürlich krass. Eine Million ist aber wenig. Nee, das ist der Will Smith-Style. Nee, warte, das war doch der Dings, das war der, wie hieß der nochmal?
Der Terminator gespielt hat. Ich kann mir den Namen auch nicht merken, ich weiß nicht warum. Der Deutsche. Der Muskelpaket. Der hat ja Terminator gemacht und der wollte für jedes Wort irgendwas mit 50.000 haben. Oder wie viel war das? 100.000, 500.000, 1 Million für jedes Wort. Meine Güte. Deswegen hat er so wenig in den Terminator-Teilen gesprochen. Habe ich das Gefühl? Oder ist das wirklich so? Dänemark hat nicht angegriffen. Okay. Oh, Dänemark hat große Eier und will von der Seite kommen. Ich wusste, dass die ganzen Streitkräfte da schicken. Ist er jetzt neben dem Wasser oder im Wasser? Wenn er neben dem Fluss steht, dann habe ich noch Chancen. Und wenn er nicht in der Range steht, dann könnte ich gewinnen. Wenn nicht, dann habe ich Probleme. Da muss ich weiter verrücken. Man muss das Innenland angreifen. Mit zwei Streitkräften. Und wie funktioniert das? Man schickt zwei Streitkräfte ins Innenland. So. Und da die meisten nicht die Grenzen unsicher machen, aber was macht das? Was machen die Rebellen? Die haben weniger Streitkräfte. Ich glaube, deswegen haben die auch nicht angegriffen, weil die noch nicht daneben stehen, oder? Doch, die stehen daneben. Ich frage mich eigentlich, wie die sich jetzt hier teleportiert haben. Aber die haben gar keine Chance, Alter. Sperrmilizen. Guck mal meine Streitkraft an. Sperrmilizen. Egal, ich gewinne die Schlacht sowieso zu 100%. Ist mir egal. Oh. Also keiner hat angegriffen eigentlich. Komisch. Na, yeah. So, wie genau soll ich das machen? Also, ich weiß ganz genau. Wenn ich jetzt die Burg angreife, dann dauert es ein bisschen, bis die Verstärkung kommt. Und wenn die Verstärkung nicht kommt, dann habe ich genug Zeit, um die Türme zu erobern. Das wird natürlich sehr knapp, aber sollte machbar sein. Ich hoffe mal. So, Leute, ihr seht, das ist penishaft. Am meisten, wenn, ich weiß nicht warum, aber am meisten, wenn Dänemark irgendwie seine Einheiten teleportiert. Soll ich mal gucken? Clear Defend. Nein, nein, nein! Ich habe einen Bug gemacht. Ich habe Bock. Ich kann aber das Spiel noch laden. Ich hab's ja gespeichert. Ich gewinne zu 100%, weil meine Taktik funktioniert immer. Immer wieder funktioniert meine Taktik. Meine Güte. So, ich lade, ich gucke mir an, was abgeht. Und wenn alles fresh ist, dann mal höre ich auf. Genau. Ja, Leute, mit dem Bild, mit diesem verkackten Bastardbild, wo Dänemark seine Einheit natürlich teleportiert hat. Teleportiert! Weil, wär die Einheit nicht teleportiert worden, dann hätten die mich angegriffen zu 100%. Warum sollten die mich nicht angreifen von der Seite? Das wäre doch viel schlauer. Das wäre sogar taktisch besser, eigentlich. Und hat sich Dänemark gedacht, ach, jetzt schicke ich mal meine ganzen Einheiten in die Base rein. Es wird mindestens 5 Minuten dauern, bis die Verstärkung kommt. Das war immer so bisher. Wenn das nicht so ist, dann kann man sich das heraus provozieren. Glaubt mir, Leute, ich habe Total War gespielt, da war ich 5 Jahre alt. Meine Güte. Ich habe schon genug Plan, was hier abgeht. So, das wird jetzt ein spannender Kampf zwischen. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Zwischen Orange und Weiß. Natürlich wird Weiß gewinnen, weil wir Weiß sind. Versteht ihr? Das war jetzt irgendwie rassistisch. Naja, euer Anthony Tristan sagt jetzt Tschüss. Und wir sehen uns eventuell in den nächsten Medieval Fallout oder irgendein anderes verkacktes Let's Play oder was weiß ich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.